Der Konflikt dauert immer noch an. Weit über 40.000 Menschen, tausende Frauen wurden von dem IS als Sklavinnen verkauft. Der Partei Kurdistan hat viele Jahre den Kampf für die Rechte der Kurdinnen und Antisierung der Türkei und der gesamten Region einsetzt. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن متجهين إلى دوزلدورف. دوزلدورف هي من أجمل المدن الألمانية، وأكيد بصادفنا هناك بنحصل أشياء كثيرة وحلوة. بحاول أنقل لكم كل شيء صادفته في مدينة دوزلدورف. Bei den Wahlen, als die pro-kurdische Partei HDP mit Mehrheit, also über 10% Hürde, zum ersten Mal ins türkische Parlament einzog und die AKP-Regierung den alleinigen Gang verlor, hat Erdogan auf Krieg gesetzt. Krieg nicht nur gegenüber Kurdinnen und Kurden in eigenem Land, sondern gegen alle Oppositionelle. Seit 2015 wurden kurdische Städte in der Türkei in Schutt und Asche gelegt. Städte mussten evakuiert werden, weil die Hubschrauber eingesetzt worden sind von der Regierung. Viele Menschen befinden sich auch hier, die die Türkei verlassen mussten. Seit 2016 mit dem selbstinitiierten Putschversuch geht Erdogan nun mal gegen alle vor, die kritisch gegen ihn und seine Regierung stehen. In der Türkei werden Menschen, die sich politisch engagieren, Oppositionelle, Wissenschaftler, Journalisten, Studenten, mundtot gemacht und eingesperrt. Nicht umsonst sieht man als Oppositionelle die türkischen Gefängnisse als Akademien, weil dort die Wissenschaftler und Studierenden sitzen. Und so repräsentiert sich Türkei weiterhin aggressiv gegen alle Richtungen. Die Türkei ist letztes Jahr völkerrechtswidrig, so hat es auch unsere Bundesregierung definiert, in Syrien eingedrungen. Mit ihren dschihadistischen Milizen führt die Türkei in Libyen momentan einen Krieg. Mit Aserbaidschan möchte die Türkei gegen Armenien wieder vorgehen. Nun, der türkische Diktator, der Aggressor Erdogan fürchtet sich nicht, mit Griechenland in einen Krieg einzugehen. Doch unsere Bundesregierung, was macht sie? Die Frage und eine klare Haltung gegenüber der Türkei zeigen, damit es kein Krieg zwischen zwei NATO-Partnern kommt, damit wir uns auch nicht mit Griechenland, wenn es ein Krieg zwischen Griechenland und der Türkei hervorgerufen wird, zustande kommt, dann sind wir auch hier in Deutschland nicht mehr sicher, denn die Türkei hat ihre Lobbyisten hier, die grauen Wölfe, die können ihre politische Arbeit hier ohne Störung, ohne Schikanierung fortsetzen. Dann haben wir auch hier in Deutschland ein Problem mit den Menschen, die rechtgesinnt sind, aus der Türkei kommen. Aber nicht nur das. Als NATO-Partner Deutschland müssen wir eine Haltung zeigen, wenn es ein Krieg zwischen Griechenland und der Türkei zu Aggressor, dem Diktator Erdogan, seine Lektion mitteilen. Und eins möchte ich noch sagen. Aus Gefängnis hat Herr Öcalan für eine Lösung sorgen können. Denn seit Jahren wird ein Krieg gegen Kurden geführt, aber es hat nie ein Ende. Seit 40 Jahren
alleine gegen die Arbeiterpartei Kurdistans. Und man sieht,